Man kann seinen Commander cloaken. Okay. Sagt mir gerade der Hilfetext. Ja, geht wohl angeblich, also laut einem Video, das ich gesehen habe, also according to the Internet, cloaken sich Einheiten, die zu lange stehen, von alleine. Okay. Aber ich habe das noch nicht wirklich gesehen, dass das so ist. Ich habe keine Ahnung. Magst du auch nicht. Links oder rechts sein? Mir egal. Mir nämlich auch. Jetzt bin ich gerade auf der linken Seite, da nehme ich links. Gut, dann nehme ich die Mitte. Viel Spaß. Dann bleibe ich weg. Ja, ich muss auf Ready klicken, da war was. Hier haben wir natürlich den Spaß mit, es sind mehrere, also die Gegend ist offener als... Ja. Ungefähr 30 Wege, ja. Angegriffen zu werden, ja. Genau. Aber es ist trotzdem eine relativ übersichtliche kleine Karte. Ja. Low power. Ja, low power, das übliche Problem. Okay, die Karte ist auch definitiv ein bisschen verkäfert. Wisst ihr, wir haben Käfer? Ja. Das ist ja... Ich hab gerade Solar Panels bauen wollen und mein Commander ist einfach mal quasi Richtung Klippe gelaufen. Also nicht dort, wo du jetzt mit deiner Maus bist, sondern nach Südosten. Auch sehr schön. Ich meine, ja. Alpha-Wände sind was für Anfänger. War sie. Jetzt habe ich das Problem, was ich anfänglich immer habe. Ich baue zu viel gleichzeitig. Und dementsprechend wird nichts fertig. Davon habe ich tatsächlich gerade genug. Ich habe nur keine Energie.
Und ich sehe du auch nicht. Das Jein, tatsächlich bin ich an der Conversion-Grenze. Ah. Jetzt brauche ich auch mehr Mineralien. Brauchen mehr Pylonen. Mhm. More minerals required. Quasi. Ja. Was macht man gegen Mineralien-Schwäche? Noch mehr Mineralien verbrauchen. Perfekt. Absolut. Was denn sonst? Richtig. Mich wundert nur, ich hätte jetzt schon irgendeine Reaktion von der KI erwartet. Ah, da ist sie. Sie lässt mich doch nicht im Stich. Oh. Mein Turm steht 20 Meter hinter deinem. Ja. Jetzt gerade gesehen. Okay. Naja. Doppelte Türme halten besser. Theoretisch ist das so, ja. Nachdem ich nur die ganz kleinen Türmchen da gerade gebaut habe und die auch von Anfang an gedacht habe, dahin zu stellen, bin ich selber schuld. Das gute alte Mineralienproblem mal wieder. Weil ich mich gerade wundere, so, hä, ich baue doch Dinge, warum werden die nicht fertig? Ja, weil, so wie jetzt bei mir, plus 8 Mineralien, minus 8 Mineralien. Minus 22 plus 11. Aber du hast da, glaub, ja. Du hast da links von dir noch ein paar Sachen, wo du Mineralienstätten abbauen kannst. Das ist tatsächlich jetzt der Punkt, wo ich jetzt eine Einheit hinschicke, weil ich vorher noch was anderes fertig haben wollte. Jo. Ey, halt. Andersrum. Die Einheit soll was machen. Bei der Construction Units ist es manchmal noch ein bisschen, für mich zumindest mal, finicky, wenn es darum geht, Einheiten anwählen, Einheiten abwählen. Manchmal
gibt man dann einer Einheit einen Auftrag und plötzlich rennt noch irgendeine andere Construction-Einheit exakt in dieselbe Richtung. Denkt sich, warum? Ich habe dich doch Ja. abgewählt. Das Problem kenne ich. Das Problem ist auch gerade dadurch, dass ich ja auf 2140 spiele, wo die Steuerung noch nicht so standardisiert war, wie sie im heutigen RTS überall ist. Und ich mir denke so, na gut, dann markiere ich halt mehrere Einheiten mit Shift. Was aber in dem Fall Steuerung wäre, weil Shift funktioniert nicht. Irgendwo ist Geballer. Ja. Mein Panzer hat einen anderen Panzer gefunden. Und jetzt hat der Panzer den anderen Panzer getötet. Aber irgendwo schießen noch Raketen aufeinander. Habe ich den Eindruck. Ich weiß nur nicht, wo. Ja, mach's halt mit deiner Scout-Einheit kaputt. Da! Keine Radareinheiten, keine Probleme oder so ähnlich. Oder wie das heißt. Genau, irgendwie sowas. Ach, mein Konstruktor hat die beiden Panzer schon gut abgelenkt. So, jetzt ich bitte gerne eine Patrouille von euch, von hier nach da. Ich glaube, sobald mein Mineralienproblem irgendwann mal gelöst ist, kriege ich sogar die Möglichkeit, weitere Einheiten zu bauen. Ja. Ich weiß nicht so genau, ob dieser Tail Chase da wirklich so sinnvoll ist. Ich bin mir auch nicht so sicher, aber es ist lustig. Es hat funktioniert. Einheit kaputt. Das in jedem Fall.
So. Du musst mal die Mineralien hier upgraden. Ja, verlierst du ein Bot. Ja. Bots sind Wegwerfware. Quasi. Ach, das war der Beamer, der dieses komische Geräusch gemacht hat. Das macht Sinn. Ja, ich habe gerade ein Geräusch gehört, als würde jemand eine rostige Kreissäge über die Tafel ziehen. Ja, das ist der Beamer. Ja, das hat mich etwas irritiert. Zu sein, sehr hart irritiert. Das war so ein, hey, wo kommst du her? Was tust du und warum? Wer bist du und wenn ja, wie viele? Mhm. Und wieso weiß ich noch nichts von dir? Mhm. Die Produktion geht weiter. Ja, du kommst da nicht hin, okay. Ich habe einen Fehler gemacht und fällt mir erst jetzt auf. Da-di-da-di-da. Ach, Dinge, die passieren. Mhm. Solange du deine Einheit nicht befiehlst, direkt ins Wasser zu laufen und zu ertrinken, ist alles okay. Ja, glücklicherweise tun sie das ja auch nicht, ne? Ja. Außer sie sind Amphibious und dann ertrinken sie halt auch nicht. Apropos ertrinken. Lustiger Funfact von Steam Achievements. Wusstest du, dass es bei Sons of the Forest ein Achievement gibt? Trinke Lava. Nein, wusste ich nicht. Ich wusste es bis vor kurzem auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Es gibt vor allem, glaube ich, nur eine Stelle, also eine Höhle, in der es tatsächlich Lava gibt. Hat man. Beruhigt mich ja nicht. Ja, ich habe es gerade auch gesehen. Okay. Ja, nee, Dinge, die zu wissen wichtig und so. Mhm. You can now produce naval units. The heaviest unit class, generally with the strongest armor and longest weapon range. However, constructing ships is costly, and submarines and torpedo aircraft can quickly devastate a large naval fleet. Und ja, ich habe in meine Patrouille Einheiten eingestellt, die die gegnerischen Einheiten wieder einsammeln und in Metalle verwandeln. Mhm, das ist ja durchaus sinnvoll. Richtig. Ich bin an dem Punkt angekommen, dass
ich jetzt, keine Ahnung, gefühlt 10 Minuten lang da saß und mich gefragt habe,